Moin zusammen, willkommen zurück zu Das Schicksal der Menschheit. Ja, und nach diesem dramatischen Auftritt starten wir auch direkt mit einem dramatischen Wirbelbild. Hey. Oh, das ist tatsächlich... Okay, hier können wir schon mal was... Ach, wir sollen einfach diese Schatten finden. Okay, das kriegen wir hin. Ja, das sieht mir jetzt dann auch Stethoskop, Schere... Schere sehe ich da, da so ein Kneifzange, so ein Gedönse hier, das da könnte das hier sein, noch eine Kneifzange, und ein Bein, das Bein ist hier, die Kneifzange ist hier unten. So, dann haben wir noch das Stethoskop, und, kriegen wir hin, oder? Sagt, dass wir es hinkriegen. Ja, könnte hinkommen. Aber erst einmal... Ah, ihr geht wie dreckig. Aha. Ja. Und, so muss ich machen. Ah, der Vorhang funkelt hier. Lass mich raten, weil wir da dies Gedönse finden. So. Und was ist mit ihm? 2, 4... Ah, okay. Das ist ja nett. Okay, gut. Haben wir die Pinzette auch, aber es fehlt immer noch das Stethoskop. Ach, wo ist es? Wo haben wir es? Stethoskop. Stethoskop. Die Bettpfanne, die nehme ich mit. Die kann ich gut gebrauchen. So. Nee. Kein Stethoskop. Hä? Kann ja nicht sein. Wo ist das Ding? Also, gucken wir mal durch hier. Nein. Ach ja, es sieht so ähnlich aus, aber nee, ist es nicht. Das ist doch... Ja, das ist der einzige Gegenstand, der uns noch fehlt. Hier in den Blumen versteckt. Nö. Da ist wieder dieses Grinsen. Oh. Ach, hier, guck. Im Röntgenbild. Und es gibt einen Spiegel. Von all den nützlichen Dingen, die wir hätten gebrauchen können, ist es der Spiegel, den wir bekommen. So, lass uns mal eben nachgucken. Die Hand ist okay, aber hier brauchen wir den Schädel. Also, das Emblem-Schädel. Haben wir da eigentlich irgendwas Passendes? Sieht nicht so aus. Das ist alles mögliche Aufregende, aber nö. So, okay. Gruselige Puppen. Hier brauchen wir Kopfbedeckungen. Oder irgendwas. So. Was auch immer. Können wir denen irgendwas anziehen? Hier den Staubwedel? Nö. Will das nicht. Ein Keil? Nee, das wäre auch fies. Okay, hier kommen wir wohl erstmal noch nicht weiter. Oh, wo ist eigentlich die Uschi hin? Ach, so richtig, die wurde nach oben weggezogen, ne? Gut, lass uns mal gucken. Ja, wir müssen wohl zurück. So. Hier gibt es nichts zu entdecken. Dann würde ich mal sagen... Ach, richtig, genau. Hier ist die Steuerung. Da können wir die Pinzette verwenden, um das Steinchen zu entfernen. Ja, super. So, jetzt brauchen wir irgendwas, was wir hier als Hebel verwenden können. Wir könnten da die Metallstangen... Nein, könnten wir, aber tun wir nicht. Den Keil? Auch nicht. Es muss dann, wenn auch das... Den Staubwedel? Es muss dann, wenn auch das richtige Teil sein, ne? Ist ja klar. So, den Schraubenschlüssel? Auch nicht. Hammer? Gut, also so wird das nix. Gut, hör mal. Gibt es irgendwas, womit wir das Ding ranziehen können? Das Boot ranziehen können? Hör mal. Solange er sich nicht bewegt, wird er hier sicher sein. Ich muss Agnes finden. Agnes. Ja. Oh. Ach so, hatte ich vorher gar nicht gesehen. Kann man nicht das Glas zerbrechen? Natürlich mit Metall. Ah. Ja,
das ist auch eine Möglichkeit, das zu tun. Wir finden noch eine Linse. Ein Spiegel, eine Linse. Eine Linse. Warte, warte, warte. Ja, genau. Hier haben wir sie, die Linse. Wir haben ein Enterhakengewehr. Ja, hurra. Oh, natürlich, um das Boot zu holen. Selbstverständlich. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Mal ein kurzes Filmchen. So, alles klar. Eine und da können wir noch nicht mal übersetzen. Dieses Holz ist klatschnass. Ich muss es mit etwas aufbrechen. So viele Möglichkeiten. Ein Keil. Ja. Ein Hammer. Das war alles. Und da haben wir den Hebel. Na siehst du. Können wir nicht einfach rüberfahren mit dem Boot? Ich meine, jetzt, wo es schon mal da ist. Wohl nicht. Wir brauchen wohl die Steuerung. Ja. Das war voll das komplizierte Rätsel. Ich wollte es vor... Ach. Das glaube ich jetzt ja nicht, ne? Ach. Was? Können wir hier mal einen Tipp zu kriegen? Ich komme dort nicht heran. Weil jetzt muss ich... darauf schießen oder was? Okay. Ach, ja, okay, doch, ist irgendwie, ja, ja, es müssen die Teile sein, die hier halt eben reinpassen, ne? So, dann lass mal gucken. Das, ja, glaube ich zwar nicht. Nee, ist auch nicht. Kann ich das wieder abstoßen? Das scheint mir nicht richtig zu sein. Dies hier. Ja, jetzt passt es irgendwie. Also, mit einem Pin, das hier will ich sagen. Das geht aber noch nicht. Nee. Hä? Können wir dich irgendwie aus dem Weg räumen? Ich hätte jetzt gesagt, dass hier oben käme am ehesten in Frage. Ja. Info. Erstelle eine Brücke, indem du die passenden Brückenteile aneinander reißt. Fange am Dock an. Richte dein Gewehr auf ein Teil, um zu sehen, ob es passt. Dein Haken kann Stalagmiten zerbrechen. Ah, der kann Stalagmiten zerbrechen. Ja, das finde ich gut. Katsching, so, alles klar. Jetzt kommen wir an das ran. Ja, ausgezeichnet. So, dann passt nämlich auch dieses Teil hier. Jetzt würde ich sagen, am ehesten das hier, genau. So, jetzt mit dem Pin, das da nicht, bleibt dann nur dies hier übrig. Und das hier, eine schwimmende Brücke. Ha! So, was haben wir denn hier? Du bleibst schön liegen, ne? Und wir nehmen den Haken wieder zurück. Was, das Gewehr ist futsch? Hat ja nicht so lange gehalten. Da gab es noch was zu gucken. Können wir erstmal gucken. Guck mal. Ach so, solange er sich nicht bewegt. Sicher, sicher, sicher. So, was haben wir denn hier? Lies mich. Nee, lies mich nicht. Ein ganz schöner Biss. Irgendwie muss ich das Maul doch öffnen können. Och Gott, ja. Weiß ich jetzt nicht so. Nee. So, nicht. So, was haben wir hier? Da fehlt doch ein Zahnrad. Wie kann ich den Mechanismus blockieren? Wenn wir jetzt mal diesen eigenen Stock wählen müssen. Nee. Da an die Kugel muss irgendwo rankommen. Der Enterhaken ist ja eh nicht benutzen. Das geht alles nicht. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Hier haben wir noch ein bisschen Holz, Äste. Und hier ist ein jetzt verstaubt. Okay. Was? Noch eine Maske. Ach, ja, 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 natürlich. Völlig verrostet. Ich muss es mit Gewalt öffnen. Oh. Okay, Maske. Das hatten wir. Oh, was? Da in dem Raum ist hier ein Rätsel mit Masken. Ah. Verbinde den Drachen
mit den Masken, indem du die Ringe drehst, alle Linsen von den Masken bis zum Drachen rot erleuchten lässt. Wähle einen beliebigen Ring, um ihn zu drehen. Das machen wir gerne. Ich nehme an, das war jetzt schon ein bisschen zu einfach, ne? So. Nee, gleich beim ersten Dings-Eintreffer. Ach, da oben passt es ja auch nicht. Habe ich mir doch gedacht. So, nein. 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 Immer noch nicht. Zack. Okay. Ich gucke jetzt immer nach dem hier, ne? Wenn eins hier so einen Anschluss zu finden, der passt. Und dann mal gucken, ob alle anderen auch verbunden sind. So, nö. Nö, aber knapp. Jetzt ist... Nee, ist nicht. Das sieht gut aus. Dabei belassen wir es mal. Nächster Versuch. Nö. Nö. Nö, 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 nö. Jo. Nö. Nee, das hier mit dem Äußeren war noch nicht das Richtige. Es hat zwar gepasst, aber... Ah! Oh, es hat auch ein Geräusch gegeben. Aber ich, ja, okay, alles klar, gut. Ja, dann brauchen wir ja nur weiter ausprobieren, ne? Das ist ja denn leicht. Ach so, nee, das passt nicht. Nö. Das... Nee, passt auch nicht, okay. Na, komm schon. Das könnte... Das passt. Das Geräusch ist sehr hilfreich. Nö. War aber eine prima Idee. Ich gucke jetzt mal nach den beiden da oben. Da. Ja, aber nee. Das sieht gut aus. Aber es hat nicht das Geräusch gegeben, ne? Müsste mir das zu denken geben? Bestimmt. Es ist eine mögliche Lösung, aber nicht die Lösung. So. Zack, mal komm. Das sieht ganz... Oh! Doch, es war die Lösung. Du. Okay, alles klar. Auf geht's. Was ist das denn hier? Ah, okay, erstmal die ungefährlichen Teile. Hier. Ein verstaubtes Safe. Da haben wir den... Ja, hey. Ein starker Laser. Laser. Vielleicht kann ich ihn umbleiben. Das nennst du einen Laser? Ach, das hier ist ein Laser, natürlich. Ja, mit einem Spiegel. Dafür haben wir den ja, ne? Zack. Ich verstehe noch nicht ganz, was wir hier machen. Die Schlange. Hallo. Erst beruhigen. Wir könnten mit den Ästen aneinander klappeln. Klappern. Naja, okay. Gut, was haben wir hier? Fledermäuse, viel zu dunkel. Diese Scherben von vorhin sind wir losgeworden, ne? Hm. Was zum Henker ist das hier? Oh. Hallo. Oh, Mensch. Hey. Hey. Wieso hältst du mich an? Are you okay? I heard an explosion. What is this place? This part of the mine was supposed to be closed. It looks like someone's been working here. Eine sehr angenehme Stimme. The mayor's wounded. I'll give him first aid and help him get out of here. You go search for the monster. Take care, detective. Sehr freundlich, jawohl, sehr gute Idee. Okay, prima, bis später. Gut, also, was haben wir hier angerichtet? Ja, das Ding ist verschlossen, offenkundig. Was auch immer dieses Teil ist, es sieht beängstigend aus. Findest du? Hm. Gut, wir gehen mal zurück. Wir können mit dem Schädel hier etwas anrichten. Da. So, jetzt nehme ich. Mal gucken. Für, nee, halt, warte, was? Den Schädel wollte ich. So. Gibt es ein bisschen mehr Erklärung? Pro
Projekt Eva, Version 0.2, Bericht 12. Der erste Prototyp hatte schwache Signalstärke. Sie hätte selbst als Vogelscheuche versagt. Sie braucht mehr Energie. Oh, Eva 0.9, Bericht 314. Ich habe ihr zu viel Energie gegeben. Sie scheint jetzt verhaltener, aber irgendetwas stimmt nicht. Erfolg? Kaputter Kopf. Echt jetzt? So. Ja, und jetzt? Und jetzt? Wir müssen das doch hier irgendwie ausschalten können. Das hier scheint richtig... Nee, ich brauche ein Werkzeug dafür. Ach so, wir haben einen Schraubendreher. So, Laterne. Ja, wunderbar. Damit wird es in der Ecke auch hell. Jetzt nicht. Viel zu dunkel. Du meinst, die Laterne hilft da nicht? Ich brauche etwas, um ein Feuer zu entfachen. Oh, Scusi. Die Fledermäuse sind weg und wir haben ein silbernes Blatt gefunden. Das wird ja immer verrückter. So, hier können wir im Moment noch nichts machen, schon klar. Wir müssen irgendwie an die Steuerung drankommen. Aber wie kann ich dich wegkitzeln? Nee. Reagierst du auf nicht? Eine Pfeife, Flöte, irgendwie sowas wäre wahrscheinlich. Düdenlüden, ne? Funktioniert das eigentlich in echt oder ist das irgendwie nur so ein Getue? So, mal gucken, hier kommen wir überall nicht dran. Das Feuer brennt. Wunderbar. So, hier läuft ungehindert Lava hinein, stört nicht weiter. Hier sind wir durch, also... Es gibt ja nur noch diese Möglichkeit hier. So, hör mal, Kumpel. Ich denke, der wollte sich um den Typen kümmern. Okay, was können wir hier machen? Oh, da habe ich noch was übersehen. So funktioniert das nicht. Was meinst du? Pinzette. Käferkombination. Ah! Wer weiß, was sie mit Agnes macht. Also, ich kann nicht um... Nein, ich bleibe dabei. Die... ich weiß nicht, das Kind folgt ihr doch freiwillig. So sieht es zumindest aus. Im Gegenteil, sie beschützt das Kind sogar. Irgendwas ist hier schräg. So, ein ganz schöner Biss. Brauchen wir hier schon eine Käferkombination? Nö, nicht. Die Laterne kommt auch noch dran. Natürlich. Ach, und jetzt bekommen wir auch die Flöte. Ja, was können wir denn hier machen? Außer nichts, meine ich. Völlig verrostet. Ah. Nichts Neues hier, ne? Okay. Gut, gehen wir erstmal zurück und beruhigen die Schlange. Hier haben wir sie. Hallöchen. Wir nehmen sie direkt mit. Geil. Drücke niemals den roten Button. Wir wissen nicht, was es ist, aber wir nehmen es trotzdem mit. Ein magisches Zepter. Als wenn ich es nicht geahnt hätte. Oh. Es wird wieder gerätselt. Sehr schön. Also. Skalpell. Verbandsäure. Ölkanne. Kachel. Schlangenmedaille 18 Handbohrer. Skalpell. Das ist so ein Ohrendings. Da haben wir den Handbohrer. Viel Werkzeug. Ölkanne. Verbandsäure. Säure. Das hier zählt als. Nee, zählt nicht als Verband. Kachel. Schlangenmedaillon. Kachel? Oh, das ist sie. Ja, 18. Okay, klar.
Schlangen wieder, ja. Schlangenmedaille und ein... Da ist der Verband. Und da ist die... Das nennt man die Schlangen. Ist egal. Was soll's. So, hier bekommen wir die Glühbirne heraus. Jetzt brauchen wir noch Kette und Zahnräder. Irgendwas können wir noch losschrauben. Die Platte ist fest verschraubt. Nee, nicht dies, sondern dies. Und da haben wir die Zahnräder. So, jetzt brauchen wir noch die Kette. Die Kette ist hier drin. Dafür brauchen wir das andere Werkzeug. Und wir haben's. Ja, zack, zack. Eine Kachel haben wir gefunden. Okay, sehr gerne. Hier mit denen können wir nichts so direkt machen. Da sind wir durch. Die Schlange kommt wahrscheinlich auch nicht. Was ist mit dem magischen Zepter? Der ist so gut dafür. Kachel. Den Enterhaken hier dran zu befestigen und das Seil dann einfach darüber zu spannen. Ne? Okay, das hier auch nicht. Hier unten können wir nichts weitermachen. Irgendwas, was ich auf dem Boden gesehen habe. Tja, ich denke, es muss hier weitergehen. Ich probiere mal das aus. Ach, wie kann ich den Mechanismus blockieren? Ernsthaft? Ich möchte das Zepter... Was? Während es... Hier kann ich etwas befestigen, während es ausgeschaltet ist. Ja, kommt das etwa doch noch zum Tragen? Wie schade. Okay, erstmal der Kopf. So, wir haben einen Kopf, ein Loch. An der Seite ist, kann ich dort etwas einfügen, sicher. Bitte? Echt jetzt? Okay. So, muss ich vielleicht erst dieses Dingens... Hier kann ich etwas befestigen, während es ausgeschaltet ist. Die Schlange wird es kaum sein. Ich tippe immer noch auf das Seil hier. Ach, da! Ja, okay, alles klar. Ja, es funktioniert. Das muss man genau treffen. Jetzt kann ich das Zepter entfernen. Ich habe Spaß. Das war ja völlig unspektakulär. Och, zu blöd. Auf in den Zug. Der Burghof. Leichen, Leichen. Okay, ein Holzfinger. Das ist ein silberner Apfel. Da ist was drin. Hier fehlt etwas. Tja, was hast du dir so vorgestellt? Was hast du dir so vorgestellt? Es ist ja grün, es sollte... Ach, und das silberne Blatt, natürlich. Und dann bekommen wir den dreieckigen Schlüssel. Dass ich da nicht sofort drauf gekommen bin. So. Stelle das Bild auf dem Schild her, indem du die grünen Knöpfe drückst, um die Kacheln auszutauschen. Oh, nee. Ach. Muss mal eben husten. Entschuldigung. So, das könnte dahin gehören. Hier könnte das hingehören. Was, das war alles? Ich möchte bemerken, dass ich echt schlecht in solchen Sachen bin. Aber das war jetzt ein bisschen zu einfach. Hier sind Krähen. Hi, Leute! Sind das mechanische Krähen? Raben? Entschuldigung. Sind auch Marionetten. Hier. Wo weg. Und kaputt ist er.
Ich möchte das Geräusch nicht noch einmal hören. Nö, möchte ich schon. Eine Vogelmaske. Und er hat hier irgendwie noch einen Teebeutel. Ne, Vogelfutter? Ja. Jetzt. Was? Warum nimmst du sie nicht? Tok, tok, tok. Nö. Es ist eigentlich das Grinsen, ne? Oh. So, was können wir denn jetzt mal mit dir hier anfangen? Noch nichts. Hier haben wir noch eins von diesen wunderbaren Rätseln. Der muss vermutlich... Etwas fehlt hier. Ach so. Was? Ach so. Ja, siehste. Das muss da vermutlich rüber. So. Oh. Achso, das ist jetzt nicht mehr so einfach. Das muss dorthin. So. Der Kopf ist richtig, aber die sind verkehrt. Das gibt's ja nicht. Darf ich nochmal erwähnen, dass ich normalerweise total schlecht in sowas bin? Ah, und hier mit dem Käfer, für den wir schon die Anleitung gefunden haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lineal. Was ist hier? Die Äste kann ich nicht zerbrechen, wenn sie zusammengebunden sind. Warum nicht? Ist das denn so wichtig? Kann ich die Schlange da reinsetzen? Nö. Das ist auch das Einzige, was es hier gibt. Okay. Wisst ihr was? Wir gehen mal weiter. Ach du je. Hallo. Okay. Wir wimmeln mal. Schuh, Oktopus, Apfel, Monokel, Turm. Karte und Rabenkarte. Haben wir hier Raben, haben wir dort. Zählt das? Ja, das zählt. Apfel, Monokel, Turm. Da sind wir schon auf dem Turm. Monokel. Ein Apfel. Da ist ein Monokel. Schuh, Oktopus, Tintenfisch, Seestern. Jemand braucht Feuer. Ich will erstmal das hier. Achso, aber wenn es schon... Streichholz und Feuer? Nee. Ach, die Pfeife! Natürlich! Ja. Damit bekommen wir... Was? Ein Schiff. Sicher. Probier das mal zu Hause. Schuh. Oktopus-Tintenfass. Tintenfass ist hier. Und der Oktopus dort. Jetzt brauchen wir nur noch den fliegenden Mann und den Schmetterling. Und wenn der Mann doch nur fliegen könnte. Ja. Hier leuchtet was. Ah, Schmetterling. Okay. Schmetterling. Eine ziemlich Angry Bird. Eine Katze. Ach hier, das ist... Geht das? Tatsache. Cool. So. Wir haben eine Wasserkachel, die wir noch nie zuvor in diesem Spiel gesehen haben, ergattert. Ja, so. Ich weiß, du winkst schon ganz aufgeregt. Nicht, du bist angekettet. Warum das? Was? Was hat man dir angetan? Oh, a visitor. Will you be so kind as to untie me? Sure. How can I do that? Jemand hat den Knopf der Gegensprechanlage rausgerissen. Achso, einfach nur so. Gut, alles klar. Thank you. Now, in accordance with report R381-4, I must prevent you from entering the restricted area. Have a nice day. Hey, wir haben dir gerade geholfen, du Eumel. Also, Sieger. Ja, schönen Dank auch. Ich bin noch auf Mohammed. Jedes Mal den Knopf zu drücken, wenn... Was? Jedes Mal den Knopf zu drücken, wenn sie ihn drücken. Achso, meine Güte, ist das selber. Okay, ja, ist klar. Nochmal? Nochmal. Oh, verstehen Sie doch. Nein, ich verstehe gar nichts. Gut, hier haben wir ein ziemlich elektrisches Feld.
eine einfache verschlossene Tür war also nicht gut genug. Und wir haben eine Säge bekommen und wir haben hier noch ein Rätsel. Rätseln wir das noch? Ach sicher. Och, die liebe Zeit. In 1 ist nichts drin. In 2 nicht. In 3 haben wir noch eine Kachel. 4 haben wir nichts. Hier haben wir eine Kachel. Das haben wir gerade durchwühlt. 1 haben wir eine Kachel. Nix. Nischt. Nischt. Echt jetzt? Nö. Kannst du das nicht ein bisschen? Ich weiß auch nicht. Darf ich? So, den haben wir durchwühlt. Den. Haben wir den auch schon durchwühlt? Ich bin mir nicht sicher. Da rein. Nö, mischt. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, von denen hat. Toll. Okay, so, wunderbar. Den können wir nicht, den haben wir, den können wir nicht, den haben wir. Eins fehlt uns noch. Müssen wir wohl noch finden. Das werden wir auch, aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. So, bis dahin, alles Gute für euch. Habt Spaß, gehabt euch wohl und auf Wiese gehen. Ihr wisst schon. Tschüss.